Ja, bei mir jetzt Christoph Schumacher, 1:0 gewonnen gegen den Spitzenreiter der Kreisliga C Trier Eifel. Wie stolz fühlt man sich? Jetzt habt ihr das Finale erreicht, Christoph. Richtig geil. Ich bin mit großem Respekt in das Spiel reingegangen, weil die auch ungeschlagen sind. Jetzt kein Spiel verloren seit 13, 14 Spielen. Natürlich ist es eine schwere Hausnummer, C-Klasse. Aber wir haben gut dagegen gehalten. Wir haben nur langen Bällen hantiert, aber wir haben hier ein cooles Kopfballtor gemacht. Fühlt mich einfach nur geil. Und du hast das Tor gemacht. Schilder mal kurz, wie es dazu gekommen ist. War ein Freistoß und dann habe ich ein Kopfballtor gemacht von der Ecke auf der Seite aus. Ja, und steht da ganz kurz vorm Titel oder vorm Aufstieg. Und die Ziele sind jetzt Aufstieg, Meistertitel und Pokalsieg, nehme ich mal an, oder? 100%, definitiv. Jetzt habt ihr den Gewinn, das Spiel gegen Waldweiler sind wir Meister, schau mal auf, definitiv. Und das ist eine super Saison, oder? Ja, definitiv. Noch kein Spiel verloren bis jetzt. Jetzt ist halt kurz den Lukas Achterberg dabei. Wie wichtig ist der für die Mannschaft? Der ist extrem wichtig hinten drin. Der agiert hinten raus, der hat Auge dafür. Man sieht, er hat richtig gute Erfahrungen. Der ist Weltklasse hinten drin. Der ist wichtig, den brauchen wir unbedingt.